sieht. Die Nacht ist diskret. Und wenn man uns hört? Die Geigen spielen fortissimo. Und mein Mann? Sitzt dort am Spieltisch und gewinnt. Sie sind noch nicht lange in Dresden, junger Mann. Nein, Madame. Sie kommen direkt aus Paris? Jawohl, Madame. Hatten Sie Liaisons in Paris? Nein, Madame. Also doch. Ja, Madame. Na? Sie werden mich jetzt nach Hause begleiten? Wir trinken doch eine Tasse Schokolade zusammen. Ja, Madame. Dabei werden Sie mir erzählen, was Sie in Paris Hübsches erlebt haben. Ja, aber ob es Mama erlaubt? Ach, Ihre Mama. Ihre Mama tanzt da drin mit dem Tänzer der spanischen Stagione. Kommen Sie. Sie sind ständiger Korrespondent des Fidelic Courant? Jawohl, ich bereise für unser Blatt die deutschen Städte. So, was werden Sie über Dresden schreiben? Dass sein Premierminister Graf Brühl der generöseste Hausherr Europas ist, dass er 200 Lakaien und 635 Schnupftabaksdosen besitzt und jeden Rock nur einmal anzieht. Sie kennen Graf Brühl persönlich? Nein. Aber ich halte ihn für einen großen Diplomaten. Oh, aus welchem Grunde? Wenn ein Premierminister im August ein Maskenfest gibt und zu diesem Fest sämtliche Gesandten Europas einlädt, dann muss er schon ein sehr geschickter Diplomat sein. Wieso? Weil die Hitze die Herren dazu zwingt, sich eher zu demaskieren, als sie vielleicht beabsichtigt sind. Sie legen einem harmlosen Maskenscherz viel zu viel Bedeutung bei. Graf Brühl liebt das Amüsement und hasst den König von Preußen. Seine Politik. Sie wittern hinter einem harmlosen Sommerfest ein politisches Manöver gegen Preußen. Nein, 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 nein. Er hasst Friedrich II. Und dieser Hass bestimmt jede seiner Handlungen. Und vom segensreichen Wirken des Grafen für sein Land werden Sie nichts berichten? Unser Blatt beschränkt sich nur auf Berichte, die der Wahrheit entsprechen.
Balletgalant. Grüße Sie, Herr Generalfeldmarschall. Wissen Sie, was gerade früh veranlasst, uns zu dieser Stunde hier zu bitten? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist nicht schwer zu erraten. Wer fehlt noch? Unser Gastgeber. Seine Exzellenz, Reichsgraf von Brühl. Begrüße Sie, meine Herren. Danke für Ihr Erscheinen. Seien Sie versichert, dass ich Sie nicht in Ihrem Vergnügen gestört hätte, wenn es sich nicht um außerordentlich Dringendes handelte. Im Übrigen verzeihen Sie bitte die Verspätung. Ein englischer Journalist hielt mich auf. Seit wann geben Sie Interviews, Exzellenz? Seit ich erkannt habe, dass man mit Reden viel verschweigen kann. Ach, Geschweige. Im Übrigen wusste dieser Zeitungsskribent gar nicht, dass er mit mir sprach. Es war Graf Brühl. Er dachte, ich hätte nicht gemerkt, dass er es ist. Und bei dieser Gelegenheit hat er mir gleich ein sehr aufschlussreiches Interview gegeben. Man hat in letzter Zeit für meine Geheimkonferenzen mit den Botschaftern Österreichs, Frankreichs und Russlands sehr viel Interesse in Potsdam gezeigt. Und ich will, dass man in Potsdam überhaupt nicht ahnt, dass wir verhandeln, geschweige denn worüber. Exzellenz. Mein Geheimsekretär Menzel. Die Depeschen aus Wien? Die chauffierte Abschrift, das Original ist der Wahrheit. Seine Exzellenz, der österreichische Kanzler, verständigt mich, dass das Bündnis zwischen Österreich, Frankreich und Russland endgültig geschlossen ist. Die verbündeten Mächte verpflichten sich, das königliche Preußen ohne weitere Untersuchung anzugreifen, wenn es Krieg mit dem einen oder dem anderen Bundesgenossen beginnen sollte. Sachsen ist zur Teilnahme an diesem Bündnis aufgefordert. Ich brauche Ihnen, den Gesandten der verbündeten Mächte, wohl nicht zu sagen, dass Sachsen dieser Aufforderung Folge leisten wird. Wenn das königliche Preußen angreifen sollte, der schlaue Fuchs von Potsdam wird sich hüten. Man muss den Fuchs immer seinem Paul lochen. Darüber schreibt der österreichische Kanzler. Es müsse vom Grenzland Sachsen ein Front gesucht werden, den Krieg gegen das königliche Preußen zu beginnen. Ein solcher Vorwand wird sich finden lassen. Zum Beispiel Mecklenburg-Schwerin. Wozu Vorwände? Gibt es nicht Gründe genug? Schlesien. Also, wir können in Ruhe alles vorbereiten. Der Philosoph von Sanssouci ahnt nichts. Er baut Opernhäuser und Gemäldegalerien, führt geistreiche Gespräche an der Tafelrunde. Menzel. Nehme das Papier und gehe er. Im Übrigen hat es einen gewissen pikanten Reiz, dass wir unsere Beschlüsse gegen Preußen in nächster Nähe unseres allseits beliebten preußischen Gesandten fassen. Ist Malzahn auch auf dem Ball? Er steht am Buffet und erzählt Anekdoten von seinem großen König. Und als der König eines Tages nach Halberstadt kam, wurden zu seinem größten Erstaunen keine Salutschüsse von den Kanonen abgefeuert. Der König, der ziemlich pikiert darüber den Bürgermeister befragte, bekam folgende Antwort. Majestät, wir konnten aus drei Gründen leider die Kanonen nicht abfeuern lassen. Wir haben nämlich erstens überhaupt keine Kanonen. Aber auch der König sagte, dieser erste Grund ist so triftig, dass ich ihm die beiden übrigen erlasse. Sehr gut. Haben Sie nicht noch ein paar nette Anekdoten, Exzellenz? Ja, bitte erzählen Sie doch. Einen Augenblick. Ich bin gleich wieder da. Was bringt ihr? Die Abschriften der Wiener Depeschen, Exzellenz. In Schiffer? Nach dem alten Schlüssel, wie gewöhnlich.
bis wir demaskieren, müssen Sie noch warten. Was verlangt er dafür? Ach, ihr lieben Exzellenz. Das dürfte genügen. Exzellenz. Das Wichtigste bleibt, dass man in Potsdam nichts erfährt, ehe unsere militärischen Aktionen beendet sind. Es wäre ein großer Fehler, sich allzu früh zu demaskieren. Spielt ihr eine Partie Pikett mit mir? Zu Befehl, Exzellenz. Zum Vergnügen, Lindeneck. Aufpassen, Lindeneck. Vollkommene Ruhe bewahren. Ich habe das Dokument in meinem linken Ärmel, verstanden? Zu Befehl, Exzellenz. Nach meinem ersten Stich stecke ich ihm es zu. Ist die Stafette bereit? Zu Befehl, Exzellenz. Wie viele Pferde? 8 Pferde. Vom Stadtgraben aus über Meißen, Mühlberg, Torgau, Korbitz, Jüterburg, Luckenwalde, Rebin, Potsdam. Pik 9 aufpassen. Jetzt. Ich werde dem Grafen meine Partie übergeben. Nein. Aber Vorsicht! Na, Lindeneck? Der Musikus des preußischen Gesandten spielt Piquet statt Flöte? Das dürfte sein König in Potsdam nicht erfahren. Da hat der Graf nicht Unrecht, Lindeneck. Übergebe er seine Partie und bekümmere sich mehr um die Damen. Der Graf? Schönen Dank, Herr Musikus. Die Partie übernehme ich gern. Vorsicht, Lindeneck. Stunden bis morgen wollen genützt sein. Befehl, Exzellenz. Was hat Lindeneck angesagt? Wie finden Sie den heutigen Abend, Exzellenz? Amüsant und abwechslungsreich, wie immer im Palais Brühl. Wir haben aber gar nicht getanzt, umso mehr geplaudert. So. Und worüber, wenn man fragen darf? Über Mode, Liebe, Theater, Gesellschaft, über alles. Nur nicht über Politik. Das ist ja auch Politik, nicht über Politik zu sprechen. Major, komm. Es ist die Uhr? Nach Mitternacht. Schnell, Mantel. Gott befohlen. Blick auf, Herr Major. Exzellenz, sieht man auch mehr mit Musikanten als mit Diplomaten. Der Umgang mit ihnen ist harmonischer. Ja, mag sein. Aber für das reale Leben finde ich sie recht überflüssig. Diese Musikanten. Wieder gewonnen. Sie haben Glück, Exzellenz. Nicht Glück, nur Mut. Geben Sie mir Ihre Wahl? Aber selbstverständlich, Graf. Wir spielen 8 Runden, wenn es Ihnen recht ist. Gut. 8 Runden.
Das war die erste Runde, Graf. Sie haben wieder gewonnen, sozusagen im Galopp. Noch 7 Runden. Oh, Sie sind doch nicht schon müde, Exzellenz. Keineswegs, Graf. Die 7 Runden halte ich schon durch. Dick, Junge, da fällt mir ein, man erzählte mir von einem einsamen Reiter, der seit einigen Monaten zwischen Dresden und der preußischen Grenze gesehen wird. Und zwischen Dresden und der preußischen Grenze soll es mehr als einen Reiter geben, denke ich. Gestochen. Ja. Die Bauern aber behaupten fest, dieser Reiter hätte den Teufel im Leib. Sein Gaul könne fliegen, munkelt man. Wozu braucht einer einen Gaul, der fliegen kann? Vielleicht um Nachrichten von höchster Wichtigkeit von einem Ort zum anderen gelangen zu lassen? Das müssten aber schon sehr wichtige Nachrichten sein, Graf. Aber das Seltsame ist, die Bauern behaupten fest, dieser Teufelsreiter stehe im Dienst der preußischen Gesandtschaft in Dresden. Aber davon müsste doch der preußische Gesandte auch etwas wissen. Nebenbei wüsste ich nicht, welche Nachrichten von so großer Wichtigkeit der preußische Gesandte über die Grenze zu schaffen hätte, dass er dazu eines fliegenden Reiters bedarf. Wie, Graf? Es ist doch Friede. Tiefer Friede. Natürlich, ja. Sie müssen Farbe bekennen, Graf. Wie? Ich meine, Sie müssen doch noch einen Treff haben, wenn ich richtig gezählt habe. Pardon, Exzellenz. Ein Fehlgriff. Fast hätte ich mich zu meinem geirrt. Im Übrigen wird man an der sächsischen Grenze schon wissen, wie man mit solchen verdächtigen Burschen... Und wieder in aller Herrgottsfrühe. Ja, ich muss aufspielen in Trebin beim Bürgermeister in Hochzeit. Hier, Papiere. Ach, was für ein alten Fett. Der zerflattert ja schon vor alter Schwäche. Weil du ihn schon so oft in deinen schmierigen Fingern gehabt hast, Grenzjäger. Für dich werde ich meine nächsten Seidenhandschuhe anziehen. Bredersdorf? Ich will frieren lassen. Wie lange? 8 Stunden, Majestät.
Eine halbe Stunde mehr als das vorige Mal. Zu Befehl, Majestät, in Korbitz, bei der vierten Staffette. Da war der Pferdeknecht nicht gleich zur Stelle. Wenn es wieder passiert, lass er den Kerl die Staffette zu Fuß laufen, mit einem Sack Rüben auf dem Buckel. Zu Befehl, Majestät. Müde? Vom Tanzen, Majestät. Tanzt man immer noch in Dresden? Jawohl, Majestät. Hier jetzt ein. Dann bleibt er eine Woche bei seinem Weib. Zu Befehl, Majestät. Graf Finkenstein. Der Herr Minister. Was gibt es, Finkenstein? Majestät, der russische Gesandte bittet um Audienz. Lasse bitten. Herr Gesandter, was betrifft die Audienz, um die Sie nachgesucht haben? Jetzt ruf, Frauenzimmer. Sir, ich komme mit Beschwerde über die Berliner Zeitung. Ach, hat man Sie persönlich angegriffen? Was ist leichter, als von großen Übles zu reden? Es handelt sich um einen Aufsatz, der soeben in einer von Eurer Majestät privilegierten Zeitung erschien. Der Titel heißt Geschichte der römischen Kaiser. Der Inhalt lässt sich fast in einem Satz zusammenfassen. Wie heißt dieser Satz? Wer ermordete den und wurde selbst wieder von dem ermordet? Das bezieht sich ja auf die römischen Kaiser. Sie sind doch aber russischer Gesandter. Der Aufsatz spielt versteckt auf Russland an. Statt römisch braucht man nur russisch einzusetzen und alles präsentiert sich als impertinente Kritik russischer Verhältnisse. Kritik ist sehr lehrreich, wenn sie gesundes Urteil zeigt, Herr Gesandter. Ich erbitte exemplarische Bestrafung des anonymen Verfassers. Ich kann nur strafen, um den Ehrgeiz rege zu machen, nicht aber um den Bestrafen zu demütigen. Im Übrigen besteht ein Erlass, der die Meinungsfreiheit der Berliner Gazetten garantiert. Bitte, Finkenstein. Seine Majestät haben im Jahre 40 ausdrücklich bestätigt, dass den hiesigen Zeitungsschreibern unbeschränkte Freiheit der Meinung gelassen werden soll. Trotzdem bitte ich, ja, ich wage zu fordern, dass man... Bitte sprechen Sie ruhig weiter, Herr Gesandter. Ich betone nochmals, dass der bewusste Artikel offenkundig gegen Russland gerichtet ist. Und im Interesse des guten Einvernehmens zwischen Russland und Preußen... Einen Augenblick, Herr Gesandter. Wie sagten Sie doch, Herr Gesandter? Im Interesse des guten Einvernehmens zwischen Russland und Preußen appelliere ich an Eure Majestät Einsicht und bitte dringend, künftige Übergriffe in den Zeitungen zu drosseln. Ja, ja. Im Interesse des guten Einvernehmens. Ich würde den Fall meinem Kabinettsrat übergeben. Jedenfalls bitte ich Sie, mich Ihrer durchlauchtesten Fürstin der Zaren mit den besten Grüßen zu empfehlen und Sie meiner allzeit größten Bewunderung versichern zu wollen. Nun haben wir Russland, Österreich und Frankreich gegen uns. Zwei gekrönte Königinnen haben sich mit einer ungekrönten Königin verbündet. Ja, dieser Finkenstein. Das sind die letzten Depeschen, die der fliegende Musikus aus Dresden gebracht hat. Winterfeld, Schwerin, Rätsel und Zieten sollen kommen. Guten Morgen, Quanz.
Zipfler non promis. Majestät, die Flöte ist aus bestem Holz gedreht. Ich selbst habe die Löcher gebohrt. Klingt aber doch nicht rein. Gestatten, Majestät. Die Flöte klingt rein. Ja, wenn ein großer Herr es vertragen könnte, die Wahrheit zu hören, so würde Euer Majestät gleich wissen, dass es nicht an der Flöte liegt. Was? Ich könnte die Wahrheit nicht vertragen? Da sage er doch, was wahr ist. Ich habe Euer Majestät mehrmals gesagt, Sie möchten die Flöte nach dem Spiel auf den Tisch legen und nicht unter den Arm klemmen. Da aber Majestät auf mich nicht hören wollen, so klingt die Flöte unrein. Er hat doch Unrecht, Franz. Es liegt nicht an mir, es liegt an der Flöte. Los! Verlangst du nach mir hin? Oh, so verhehl es mir nicht. Oh, oh, wo suche ich dich auf? Wo werde ich endlich dich finden? Du, die meine Begier stark und unsterblich verlangt. Was sagt dieser seufzende Mund? Was sagt mir dies Auge? Ach so. Ach, das ist Herr Kell. Ein Bekannter von mir. Ein guter Bekannter, ja. Er liest mir Klopstocks Gedichte vor. Allein ist es doch so langweilig. Ich freue mich sehr, den Gatten meiner reizenden Bekanntschaft kennenzulernen. Die Ehre ist meinerseits, Herr... Kent, bitte. Kent von der Berliner Porzellanmanufaktur bei Wilhelm Kaspar Wegeli in der neuen Friedrichstraße. Sie wissen doch. Ja, und von dort her kennen wir uns auch. Ja, von der Manufaktur. Es war ein sehr charmantes Zusammentreffen. Madame kommt eines guten Tages in den Laden. Ich stehe zufälligerweise dabei. Ich bin nämlich kaufmännisch für Wegeli tätig, im Vertrauen gesagt. Also da stehe ich. Madame konferiert angeregt mit dem Praktikanten wegen eines Café-Service für 4 Personen. Der Praktikant sagt aber, dass sie nur eins habe für 5 Personen. Madame sagt aber wieder, dass sie nur eins benötige für 4 Personen, dass sie doch immer nur 3 Freundinnen zum Nachmittagskaffee einlüde. Und da trete ich vor, stelle mich vor, mache mich erbötig, allenfalls bei einem der nächsten Kaffeenachmittage der 5. zu sein, damit das Kaffeeservice so zur Geltung käme und so. Und so haben wir uns kennengelernt. Ja. Durch das Kaffeeservice. Ich freue mich, dass Sie Zeit finden, meine Frau in meiner Abwesenheit zu zerstreuen. Oh, bitte sehr. Es geschieht natürlich sehr gerne. Wenn auch Madame sehr bedauert, dass Sie öfters auswärts beschäftigt sind. Ja, dann werde ich mich also jetzt verabschieden, denn ich habe noch... das heißt, ich möchte... gestatten Sie vielleicht... Dankeschön. Madame, ich danke vielmals für die Einladung. Bonjour, Monsieur. Madame. Nochmals. Bonjour, Monsieur.
Ja, ich bin ja ganz erstaunt, dass du heute schon gekommen bist. Ich habe dich ja erst morgen erwartet. Du, und jetzt habe ich gar nichts gekocht. Ich habe überhaupt nichts vorbereitet. Ich habe gar nichts in der Küche. Ich habe kein Fleisch da und keine Eier und kein Gemüse. Sag mal, wo ist denn das Service, das du in der Manufaktur gekauft hast? Willst du sehen? Im Schrank. Schön, nicht? Sehr hübsch. Wirklich. Sehr nett. Ja. Du, wenn ich nächstens komme und der Porzellanfritze ist wieder da, dann fliegt er wie jetzt das Service. Du bist ein Tyrann. Du gönnst mir nicht die geringste Freude. Was soll ich denn machen, wenn ich wochenlang allein und du immer bei deinen Dresdner Gesandten bist? Mit keinem Menschen darf ich ein Wort reden. Du gönnst mir nicht einmal die geringste Abwechslung. Ach, bleib doch nicht. Du, hör doch zu, so war es ja nicht gemeint. Wer weiß, was du treibst in Dresden. Du amüsierst dich und ich darf nicht mal Kaffee trinken. Kaffee schon, Blanche. Einsperren willst du mich, damit mich niemand sieht und du deinen Passionen nachgehen kannst. Die Tante Charlotte hat schon immer gesagt, dass es mit dir nicht ganz geheuer ist. Hat Tante Charlotte... Lass doch die Tante Charlotte quatschen. Es ist ja alles gut. Ich bin da. Ich bleibe da. Ich habe 8 Tage Urlaub. Du, 8 Tage und 8 Nächte, Blanche. Blanche, schau, was ich dir mitgebracht habe. Was hast du mir denn mitgebracht? Augen zu. Augen auf. Oh, ist das aber schön. Echte Rubine. Oh, das wird aber schön zu meinem neuen Kleid passen. Ja, und dass ich 8 Tage bei dir bleibe? Das freut dich nicht? Ja, doch recht, Schwanz. Es liegt nicht an der Flöte, es liegt an mir. Weil die Sagen sich halten können. Nein, das glaube ich auch nicht. Die Österreicher haben sich mit den Russen und Franzosen verbündet. Sie wollen Schlesien haben und noch einiges dazu. Sollen wir uns von Österreich angreifen lassen oder selbst loslegen? Rezzo, was sagt er? Majestät haben im Frieden zu Aachen versprochen, keinerlei Angriffe zu unternehmen. Versprochen, versprochen. Wer das Getriebe der großen europäischen Politik hineingerissen wird, für den ist es sehr schwer, seinen Charakter lauter und ehrlich zu bewahren. Die Kaiserin hat auch unterschrieben und konspiriert doch gegen uns. Die Kaiserin ist eine Frau. Ja, das ist ja das Unsinn hier. Man weiß, welchen Respekt ich vor Damen habe. Und doch bin ich zu offenem Kriege mit ihnen, verdammt. Diese drei Ersten. Fickenstein, ich weiß schon, was ich sage. Er braucht nicht zu husten. Diese drei ältesten Damen Europas tun sich zusammen und bekämpfen bis aufs Messer einen Mann, der ihnen höchst gleichgültig sein sollte. Na also, Rezzo, was rät er? So hoch ich auch die preußischen Truppen bewerte, möchte ich doch raten, sie jetzt noch nicht einer allzu gewaltigen Übermacht entgegenzustellen. Das ist meine Meinung, Majestät. Er hat mit meinen Brüdern gesprochen. Sag er meinen Brüdern, General, wenn unsere Feinde uns den Krieg aufdrängen, so haben wir nicht zu fragen, wie viele sind es, sondern wo stehen sie? Wenn wir angreifen, werden wir bald ganz Europa gegen uns haben, Majestät. Der Angreifer ist nicht der, der den ersten Schuss tut, sondern der, der den Plan fasst, seine Nachbarn anzugreifen. Das werden wir niemals beweisen können, Majestät. Ach so, meint er? Finkenstein, zeige den Herren die Dresdner Depeschen.
Er wollte Beweise, Rezzo. Hat er sie nun? Wieder um Schlesien. Ach, was um Schlesien. In diesem Kriege geht es um Selbstbehauptung oder Untergang. Jetzt, da die Denkweise des Grafen Brühl zutage liegt und man sieht, dass in dem Fühlen und Denken dieses Herrn nur Lügen walten, jetzt bleibt mir kein anderer Entschluss, als die sächsischen Truppen zu entwaffnen. Ist es nicht ein Unrecht, dass ein friedfertiges Volk für den Ehrgeiz eines einzigen Mannes büßen muss? Vor allem braucht man eine absolut sichere Bestätigung dafür, dass die Alliierten einen Vorstoß gegen Preußen unternehmen wollen. Diese Dokumente halte ich noch für ungenügend. Es wird darin von einem Plan gesprochen, nicht von einem Beschluss. Ich bitte, das bedenken zu wollen, Majestät. Aber die Österreicher haben Brühl aufgefordert, einen Vorwand für den Krieg zu suchen. Und wie ich Brühl kenne, hat er diesen Vorwand bereits gefunden. Die Urkunde ist sicher schon unterwegs nach Wien. Diese Urkunde müssen wir haben. Sie wird uns vor Europa rechtfertigen. Friedersdorf. Friedersdorf. Ratafla, ratafla, ratafla. Er war so gern zu Bette ging. Ratafla, ratafla, ratafla. Warum denn durft das nicht geschehen? Ratafla, ratafla, ratafla. Zuerst kommt nicht die Omelette, ratafla, ratafla, ratafla. Und dann kommt leider erst das Bett. Ratafla, ratafla, ratafla. Vorwärts, Kartoffelschälen. Ratafla. Ui. Er stand ja unter den Pantoffel. Ratapla, ratapla, ratapla. Und schälte die Kartoffel. Ratapla, ratapla, ratapla. Wenn eure Hoheit belieben, es ist serviert. S'il vous plaît, monsieur. Après vous, madame. Ça, c'est gentil de votre part, monsieur. N'est-ce pas, madame? Oui. Weiß die Madame Lindeneck, in welcher Mission ihr Gatte in Dresden ist? Nein, Majestät. Der Major hält sich streng an das Verbot, darüber zu sprechen. Auch besser so, die Weiber klatschen zu viel. Jawohl, Majestät. Wie lange ist übrigens der Lindeneck verheiratet? Kaum ein Jahr, Majestät. Und von dem war nur die Hälfte da? Sehr wohl, Majestät. Und die Madame, was sagt die dazu? Ich glaube, die hat sich eine Ehe anders gedacht und... Was will er sagen, Friedersdorf? Ich meine, die... Nun? Man hinterbrachte mir, die Madame sei im besten Zuge, es mit der ehelichen Treue nicht mehr sehr genau zu nehmen. So? Ist sie hübsch, die Madame Lindeneck? Sogar sehr, und da soll es einen jungen Stutzer... in der Porzellanmanufaktur geben. Sollten Briefe für mich ankommen, schicke sie mir meine Berliner Adresse nach. Im Übrigen bin ich ja nächste Woche wieder hier. Mein Gepäck wieder hinauf? Ich bleibe. Herr Baron bleibt. Koffer wieder rauf. Ja.
Als Herr Voltaire noch an dieser Tafel saß, bereitete Meister Noël die Pastete. Fürchtete er die Kritik des großen Philosophen mehr als die meine? Man sollte Voltaire wiederkommen lassen, Majestät. Damit die Pasteten wieder schmackhafter werden, meinen Sie, Marquis? Dann lieber schlechte Pasteten. Nein, also bitte, bitte, Sie haben, ich habe in diesem Fall wirklich recht. Widersprechen Sie nicht mehr, ich habe wirklich recht in diesem Fall. Warum so erregt, meine Herren? Worüber wird disputiert? Über die Ehe, Majestät. Ah, ein sehr aktuelles Thema. Unbegreiflicherweise findet Graf Algarotti, dass die Frauen ebenso sehr Recht auf Untreue hätten wie die Männer. Dann wer verbrieft den Männern das Recht auf Untreue, Baron Tölnitz? Das ist doch sozusagen Naturgesetz, Majestät. Die Ehe ist ein Vertrag, der nur gelöst werden kann, wenn beide Teile damit einverstanden sind. Aber solange dieser Vertrag besteht, darf er nicht verletzt werden. Weder vom Mann noch von der Frau. Madame, da steht alleine. Rataplan, rataplan, rataplan. Ihr wisst schon, den ich meine. Rataplan, rataplan, rataplan. Das Frauchen gilt ihm nur wenig, Rataplan, plan, rataplan. Zuerst kommt für ihn der König, Rataplan, rataplan, rataplan. Sie ist also hübsch, sagt Herr Federsdorf. Wer, Majestät? Na, diese Madame Lindeneck. Ich sah sie einmal auf der Sonntagspromenade. Sie ist 13. Jetzt muss der Lindeneck in Dresden sein. Wenn er morgen zurückreitet, ist er bestenfalls abends hier. Sehr wohl, Majestät. Erinnere er mich morgen mal an die Madame Lindeneck. Sehr wohl, Majestät. Ich bin ganz genau informiert. Dieser angebliche Musikus ist seit der Ballnacht fort gewesen und erst heute im Morgengrauen zurückgekehrt. Aber Sie können doch nicht im Ernst annehmen, Graf, dass dieser Lindeneck die ganze Strecke Dresden-Potsdam und zurück in knapp 24 Stunden durchreiten kann. Ich glaube, er braucht nicht einmal 24 Stunden dazu. Da müsste er ja fliegen können. Ja, das sollte man meinen. Und welche Mission sollte dieser fliegende Musikus haben? Ist das so schwer zu erraten? Spionage. Jawohl. Spionage. Lindeneck. Es tut mir leid, dass ich ihn wecken muss. Zu Befehl, Exzellenz. Ich reite. Wenn es diesmal vorüber ist, kann er einen Monat zu Hause bleiben. Dafür sorge ich. Graf Brühl sollte da, indem er uns in Frieden lässt. Um seinetwillen wird der Brühl nicht Ruhe geben, fürchte ich, Lindeneck. Der sollte mal mein Weib schnattern hören. Vielleicht überlegt er sich das. Also los, Lindeneck, es geht um Minuten. Die Kreatur Menzel hat diesmal ganze Arbeit getan. Befehl, Exzellenz. Exzellenz, eine Brühlsche Order geht an die Grenzen. Man fahndet nach dem fliegenden Musikus. Dann kann er ja nicht fort. Mich wird man nicht fangen, Exzellenz, ich reite. Das dürfen wir nicht riskieren, es steht zu viel auf dem Spiel. Was soll denn aber geschehen? Ein anderer muss reiten, der weniger verdächtig ist. Gib mir das Papier. Ich stelle mich zur Disposition, Exzellenz. Dieses Dokument ist für den König von unerhörter Wichtigkeit. Es muss um jeden Preis noch heute in Sanssouci sein. Exzellenz, geben Sie mir die Papiere. Ich reite. Er bleibt, der Kurier reitet. Wie läuft die Stafette, Herr Major? Exzellenz, ich muss reiten. Seinen Mut zweifle ich doch nicht an, Lindeneck. Aber es hieße doch alles auf eine Karte setzen, wenn ich ihn schicke. Aber Exzellenz... Sage dem Kurier Bescheid, wie die Stafette läuft. 8 Pferde. Meißen, Mühlberg, Torgau, Korwitz, Jüterbottlock und Walde, Trebin. Der Standort? Immer die erste Schenke, am Eingang der Ortschaft. Das Losungswort? Sanssouci. Exzellenz, ich bitte um die Papiere. Hier. Denke daran, er reitet für Preußen.
Wir werden sofort einige Attachés der hiesigen Gesandtschaften hierher zu einem Frühschoppen laden, an dem er teilnehmen wird. So wird niemand den fliegenden Musikus auf den Landstraßen suchen. Verstanden? So befehle, Fred. Er säße wohl lieber auf dem Gaul. Richtung Potsdam, was? Na, er kommt ja noch rechtzeitig zu seiner Frau. Was macht denn die Madame? Sie sitzt daheim und... Wartet sie abends 7 Uhr. Ein Wagen holt sie ab. Niemand denkt, kennt. So eine Frechheit. Ich möchte Ihnen eine Begebenheit erzählen, in der ein Denkfehler vorkommt, der die ganze Geschichte unmöglich macht. In der Kirche zu Notre Dame findet die Hochzeit zwischen dem Herrn von Clandel und der Prinzessin Laval statt. Alle Welt lacht über diese Eheschließung, denn der Herzog ist 70 Jahre alt und die Prinzessin 20 Jahre jung. Soeben legt der Priester die Stola um die Hände der beiden und stellt die Frage des Sakramentes. In diesem Augenblick fühlt der Herzog, welch großes Unrecht er begeht, die junge Comtesse an sich zu ketten. Eine ungeheure Erregung bemächtigt sich seiner Sinne. Er will laut Nein sagen. Aber noch ehe er ein Wort über die Lippen bringen kann, sinkt er plötzlich tot um. Wo liegt der Denkfehler in dieser Geschichte? Ja. Vor allem darin, dass der Herzog von Clandel sich niemals in der Notre-Dame-Kirche trauen lassen konnte, weil sein Geschlecht schon im 11. Jahrhundert ausgestorben ist. Die Notre-Dame-Kirche aber erst 100 Jahre später erbaut wurde. Pardon, pardon, mein lieber Vicomte, aber dieser Einwand ist nicht der richtige, denn statt Notre-Dame können Sie ja jede beliebige Kirche setzen, die damals schon gestanden hat. Na, also die ganze Geschichte ist deswegen unmöglich, weil der Kardinal das Ja-Wort einholt, ehe er die Stola um die Hände des Brautpaares legt. Lebt doch nicht umgekehrt. Nein, mein lieber Baron, auch dieser Einwand ist nicht richtig. Aber ich werde es Ihnen sagen, meine Herren, wo der Denkfehler in dieser Geschichte liegt. Wie konnte jemand überhaupt wissen, dass der greise Herzog Nein sagen wollte, wenn er noch bevor er die Lippen zu einem Wort öffnen konnte, im Schlag gerührt, tot umsank? Meine Herren, darf ich Ihnen jetzt einmal eine Geschichte erzählen? Danke. Ein Freund von mir schreibt mir aus Potsdam. Er ist verliebt in eine junge Frau, die von ihrem Mann immer allein gelassen wird. Die junge einsame Frau ist hübsch, sehr hübsch und leider sogar auch treu. Alle Bewerbungen meines Freundes sind bisher erfolglos. Die junge Frau ist standhaft. Die junge Frau bleibt standhaft und die junge Frau wird auch immer und ewig standhaft bleiben. Meine Herren, hat diese Geschichte einen Denkfehler? Nein, diese Geschichte hat nicht einen, diese Geschichte hat 3 Denkfehler. Denn eine schöne Frau ist nicht standhaft und eine schöne Frau bleibt nicht standhaft und eine schöne Frau wird nicht immer und ewig standhaft bleiben. Noch dazu, wenn ihre Haut so weiß ist wie ihr Name, Blanche. Ich bitte Sie um den Brief. Was erlaubt er sich? Aber Lindene, was hat er denn? Ich bitte Sie nochmals um den Brief. Exzellenz, wollen Sie mich bitte von diesem lästigen Narren befreien? Linden weg! Was denn? Linden weg! Ich werde sofort veranlassen, dass Lindeneck sich entschuldigt, Graf.
Major Knecht! Herr Major, Sie? Sein Pferd, ich reite die Stafette. Herr Major, die Dokumente! Ach ja, die Dokumente. Und er meint, dass die Madame bestimmt kommen wird? Noch hätte ich sonst so viel Sorgfalt auf das Menü gelegt. Also, dann sorge er auch dafür, dass die Madame niemandem auf der Treppe begegnet. Es ist alles disponiert. Und wann soll der Wagen fahren? Es ist jetzt 6:30. Also, dann wäre es ja Zeit, dass er losfährt. Ich soll sogleich geschehen. Aufsitzen, der Spion reitet zur Grenze!
Madame. Madame. Madame, der Wagen. Ich komme. Fühlst du mich? Beim Aussteigen behilflich sein, Madame? Ja, aber ich will... Reicht Sie mir doch die Hand, Madame? Ja, aber ich weiß ja gar nicht, was ich hier soll. Ich will ja gar nicht hierher. Ja, an Ort und Stelle. Nein, bitte. Ja. Aber nein, ich meine... Jetzt haben Sie nur noch doch... Nein, ich möchte aber nach Hause. Nein, bitte, Madame, geht der Weg. Aber wieso denn? Ich habe... Aber nein, ich will nach Hause. Aber bitte... So. Ich habe mir gestattet, Sie hierher führen zu lassen, um mit ihr das Souper einzunehmen. Falls es ihr angenehm sein sollte. Wohin läuft sie denn, Madame? Ja, ich bin doch... Anderweitig eingeladen, ja, ich weiß. Nahm mir aber trotzdem die Freiheit, dieses Arrangement nach meiner Disposition zu treffen. Oder sollte ihr das so unangenehm sein, mit mir zu soupieren, Madame? Majestät. Ich hoffe, dass ihr meine Küche ebenso munden wird, wie die im Gasthof. Sicher, Majestät. Ich liebe es nämlich nicht, wenn die Damen meiner Offiziere ihre Frauenpflicht vergessen, während ihre Männer für mich tätig sind. Kapiert sie nicht, Madame? Ja, ich wollte doch nur... Der Major von Lindeneck ist einer meiner zuverlässigsten Offiziere. Und es wäre charmant, wenn seine Gattin ebenso zuverlässig wäre wie er. Soll er mich nicht zu viel allein lassen, Majestät?
Auch dafür kann ich hier eine Erklärung geben, Madame. Da gibt es einen Offizier. Der kann wie ein Troubadour die Laute spielen. Und wie ein Pandurenhussar im Sattel sitzen. Dieser Offizier vertauschte einen seinen Degen mit der Laute und blieb dennoch ein guter Soldat. Und dieser Offizier? Ist Ihr Mann, kleine Frau. Und reitet jetzt von Dresden nach Potsdam. Reitet wie keiner meiner Offiziere, reitet Tag und Nacht. Reitet die fliegende Stafette von einem Sattel in den anderen, 8 Gäule und mehr. Sitzt immer kerzengerade im Sattel und denkt an seine Frau. Von Dresden nach Potsdam in einer Nacht? In einer Nacht. Viele Pferde, aber immer nur ein Reiter. Ja, da muss ich ja bald kommen. Wird er auch. Und deshalb, kleine Frau, bat ich Sie hierher, um Ihren Gatten vor unliebsamen Überraschungen zu sichern. Majestät. Wo hätte sonst wohl der Major Lindeneck die Majorin gefunden? Ich glaube, diesen kleinen Gegendienst war ich wohl meinem Offizier schuldig. Nicht wahr, Madame? Es ist serviert. Darf ich bitten? Lass er das andere Repun noch in der Kasserole. Ja. Vielleicht kommt Madame doch noch. Aber sicher. Ja, da bist du noch findbar. Wie vom Erdboden verschwunden. Dann werde ich das andere Repun auch noch essen. Gerne. Ja, meine liebe Madame. Jeder, der eine Neigung zur Liebe in sich fühlt, tut klug daran, auf sich selbst zu achten. Und sich dieser Leidenschaft niemals so sehr hinzugeben, dass er ihr alles opfert. Man darf sich nicht so verweichlichen, dass man eine Leidenschaft nicht mehr unterdrücken kann. Die bisweilen zu Torheiten führt, die man später bereuen muss. Sie trinkt ja gar nicht mehr, Madame. Aber sonst geht's. Hat sie mich verstanden, Madame? Wie, meine Majestät? Ich meine das von den Torheiten. Ja, ja, ich bin ganz Ihrer Meinung, Majestät. Bloß keine Dummheiten machen. Na, dann sind wir ja einig, nicht wahr? Ja, vollkommen einig, Majestät. Wie schmeckt Ihr übrigens mein Auflauf? Ach, ganz exquisit, Majestät. Ein Geheimrezept der königlichen Küche? Ach, für Sie nicht geheim, Madame. Man nimmt die Hälfte türkischen Weizen, dazu die Hälfte Parmesankäse und dann gießt man dazu den Saft von ausgepresstem Knoblauch und das Ganze wird in Butter so lange gebacken, bis eine harte Rinde entsteht, so ungefähr wie ein Finger dick. Na, das heißt nicht so wie mein Finger, eher so wie dieser hier. Ich wusste gar nicht, dass Majestät so viel vom Kochen versteht. Ja, Männer verstehen immer mehr vom Kochen als Frauen. Das hieß ja am besten daran, dass es schon viele berühmte Köche gegeben hat, aber noch keine berühmte Köchin. Majestät, ich habe auch ein Geheimnis. Ist nicht möglich. Ja, für Kaffeekuchen. So. Wenn Majestät mal zu mir zum Kaffee trinken kommen würden, oder lieber nicht. Warum denn lieber nicht? Nein, mein Mann wirft sonst wieder ein Kaffeeservice zum Fenster heraus. Er hat nämlich gar nicht gern, wenn fremde Herren bei mir Kaffee trinken. Er ist schrecklich eifersüchtig. Na, auf mich wird er doch nicht eifersüchtig sein. Aber warum denn nicht? Gerade auf Sie, Majestät, bestimmt sogar. So? Warum glauben Sie das? Ja, weil Majestät halt doch nicht so ein Weiberfeind sind, wie die Leute immer sagen. Sagen denn das die Leute? Ja, natürlich. Das heißt, Sie, die Majestät nicht kennen. Ich finde, dass Majestät sehr charmant zu Frauen sein können. Sehr liebenswürdig, Madame. Ich finde überhaupt, Majestät sind so wie ein... Wie ein alter Onkel, wollte sie sagen, nicht wahr? Ja, wie ein Onkel. Der entzückt ist, eine so reizende Nichte kennengelernt zu haben.
Ihre Gesundheit, liebe Nichte. Auf Ihre Gesundheit, Majestät. Pardon, ich... Ach, trinken Sie ruhig Ihren Champagner zu Ende. Fräulein, ich brauche Sie ja keine Angst zu haben. Sie wird mich eine Minute entschuldigen, Madame. Dechiffrieren lassen. Wie lange? 7 Stunden und eine halbe, Majestät. Eine halbe Stunde weniger als das letzte Mal. Das Befehl, Majestät. Müde? Ich frage, ob er müde ist. Nein, Majestät. Bitte sich eine Gnade aus. Ich bitte um die Erlaubnis, gehen zu dürfen, Majestät. Warum so eilig? Bleib er hier. Nehme er mit mir das Abendbrot. Er wird hungrig sein. Ich will nicht essen, Majestät. Ich will gehen. Zum Teufel, er hat wohl Sehnsucht nach seinem Frauenzimmer. Die wartet schon noch so lange. Zu Befehl, Majestät, das weiß ich nicht, ob sie noch so lange wartet. Deine ein Weib muss warten, bis der Mann kommt. Basta! Und wenn sie es nicht tut? Dann jage sie zum Kuckuck. Das will ich auch tun, wenn ich erst weiß, ob sie es mit einem anderen hält. Und wenn sie es mit einem anderen hält? Was steht ihr zum Beispiel mit dem, der heute Abend mit seinem Weib beisammen war? Ganz allein. Dem schlage ich die Knochen entzwei. So. Na, dann geh mal da hinein. Da wartet jemand auf ihn. Los! Majestät, die Gesandten von Österreich und Russland bitten um sofortige Audienz. Was gibt es denn? Sie bitten um persönliche Rücksprache mit Eurer Majestät. Ich glaube, Sie wissen von unseren militärischen Vorbereitungen. Die Audienz ist jetzt unmöglich. Majestät, ich kann doch die Gesandten nicht einfach fortschicken. Mach er, was er will, Finkenstein. Ich kann unmöglich mit den Gesandten sprechen, bis ich den Inhalt der Dresdner Dokumente kenne. Die Dechiffrierung der Dokumente dauert mindestens eine Stunde. Ja, dann müssen die Gesandten eben so lange warten. Ja, was soll ich Ihnen für Bescheid geben? Ich sage ja, ich habe keine Zeit. Ich habe etwas anderes zu tun. Das wird die Herren gerade misstrauisch machen. Finkenstein, sage ihr meiner Schwester, ich ließe sie bitten, sich mit ihren Damen in das Konzertzimmer zu begeben. Gleichfalls Marquis d'Argent, Pöllnitz, Winterfeld und Quanz. Sage ihr, ich hielte mein Konzert an. Das wird die Gesandten doch nicht misstrauisch machen. Nein. Hat er die Schramme bekommen? Bei Hohenfriedberg, Majestät. Wo stand er damals? Beim Regiment Herzog von Bebern. Zu Hause ist schöner. Was? Wenn es 100-mal zu Hause schöner ist, wir müssen wieder hinaus. Wir müssen uns verteidigen. Sonst habt ihr bald kein Zuhause mehr auf diesem Boden.
geht es unserer Mutter? Sie fürchtet, dass sie sich zu wenig schonen ist hier. Sag unserer Mutter, mein Grundsatz, mich überhaupt nicht zu schonen, ist stets der gleiche. Mein Beruf verlangt Arbeit. Es ist nicht nötig, dass ich lebe, aber es ist sehr nötig, dass ich bin. Generäle in eine Parole soll bitten. Verzeihen Sie, meine Herren, der Fehler lag bei mir. Regimenter des Herzogs von Braunschweig und des Herzogs von Bevern haben sich marschbereit zu halten. Der Seydlitz soll kommen. Zu Befehl. Westlich der Havel ist von Unrangierten der Garde im Umkreis eines halben Tagesmarsches abzusperren. Verstanden, Seydlitz? Zu Befehl, Majestät. Von diesem Konzert wird die Geschichte erzählen. Finkenstein.
an die Gesandten von Österreich und Frankreich. Ergehen sofort Kriegserklärungen. Meine Herren, die Österreicher haben Generäle ernannt und ihre Armee hat den Befehl zu marschieren. Ich habe durch meinen Gesandten in Wien bei der Kaiserin und Königin anfragen lassen, ob sie ein Bündnis gegen mich mit Frankreich und Russland eingegangen sei. Die Kaiserin hat mit Nein geantwortet. Das Bündnis besteht dennoch und wurde geschlossen zu Versailles. Das bedeutet Krieg. Ich werde gegen alle Regeln der Kriegskunst einen fünfmal stärkeren Feind angreifen. Ich muss es tun oder alles ist verloren. Bleiben wir mit verschränkten Armen stehen, so werden wir zermalmt. Es ist also kein Augenblick zu verlieren. Der Ruhm der preußischen Waffen und das Wohl meines Volkes heißen mich handeln und werden mich bis zu meinem Tode leiten.